Joe Biden stammelt sich bei der TV-Debatte gegen Donald Trump einen ab, steht einfach irgendwo rum, guckt ins Leere. Den Mann müssen sie doch wegschicken. Das muss ganz schnell Michelle Obama hin. Das sind die Stimmen, die aktuell aufkommen nach dem Auftritt der ersten Debatte zwischen Trump und Joe Biden. In diesem Video rede ich darüber, ob Joe Biden eventuell der richtige Kandidat ist für die US-Demokraten, ob vielleicht ein anderer Kandidat her muss. Spoiler-Alarm, es ist viel zu spät, jetzt schon jemanden auszuwechseln. Gott, es wird 4 Monate vor der Wahl, das ist euer Ernst. Und wie es bezüglich Donald Trumps Chancen für 2024 aussieht. Schauen wir rein. Ein Pressebeben, was durch die ganze Welt ging vor wenigen Tagen. Ich habe noch nie gesehen, wie so viele Zeitungen und einzelne Politiker weltweit den US-Demokraten nahegelegt haben, Joe Biden beiseite zu stellen. Es war die erste Debatte zwischen Trump und Biden. Es werden 100%ig noch mindestens 1 oder 2 weitere nachkommen. Und ja, das sind alle am Ausflippen, gerade alle. Ich liebe ein Wort, ein Wort der Besonnenheit, ein ruhiges Wort. Und das ist nicht gerade etwas, was wir im Moment in der internationalen sowie deutschen Presse sehen. Vor allem bezüglich Joe Biden mit solchen Schlagzeilen. Oder sowas. Oder sowas. Und ja, wir haben jetzt einfach den Fall, dass ein 78-jähriger Trump einem 78 Jahre alt. Donald Trump ist 78 Jahre alt. Joe Biden 81. Joe Biden wäre am Ende seiner möglichen zweiten Amtszeit 85 Jahre alt. Und ich hatte letztens eine Diskussion mit meinem Bruder darüber gehabt. Soll es ein Alterslimit geben für Politiker, die sich für die höchsten politischen Ämter melden? Schließlich, so mein Bruder, ist es nicht mehr genau ihre eigene Zukunft, die sie dort am Formen sind. Oder die Auswirkungen davon kriegt er am allerwenigsten, oder die Leute dem Alter am allerwenigsten mit. Da ist einiges Wahres dran und an einigen Punkten von Taten und Videos, die aufgetaucht sind, von beiden, von Joe Biden und von Donald Trump, liefert das kein gutes Bild darüber ab, wie besonnen und im Rahmen ihrer Kräfte sie sind, um so ein hohes politisches Amt zu führen. Ein wichtiges Prinzip, welches vor allem in Amerika herrscht, aber auch hier in Europa und anderen Teilen der Welt, für viele Gründe dafür sagt, warum Leute in solchen Positionen landen, ist halt das Prinzip des Merits, des Verdienstes. Derjenige, der am längsten dabei ist und am meisten fürs Land gemacht hat, hat viel, viel eher die Ausgangsgrundlage, um die USA zu führen oder Deutschland oder sei es irgendein anderes Land, als jemand Junges, der erst seit kürzlichem auf der Szene aufgetreten ist. Sehr bekanntes Zitat von Joe Biden, als er im 2020er Präsidentschaftsrennen bei einer US-Demokratendebatte gefragt wurde, ob es nicht Zeit ist, den Staffelstab an jemand Jüngeres, anderes weiterzuleiten, hat er gemeint, I'm still holding firmly on that torch. Also ich halte immer noch den Staffelstab sehr, sehr fest. Wenn wir uns zurückerinnern, also Joe Biden ist mit 29 Senator, das ist also eins der größten, also das exklusivere Amt, was man haben kann in den USA, ist mit 29 Senator geworden und war es auch, bis er dann Vizepräsident unter Joe Biden wurde. Das heißt, dieser Mann ist seit über 50 Jahren maßgeblich daran beteiligt, wie Politik in den USA funktioniert. Und dann ist es doch auch gleichzeitig ganz interessant zu sehen, wie auf der anderen Seite ein Donald Trump es kein politisches Amt innehatte, um direkt mit dem Präsidenten der USA anzufangen. Das heißt, die Leute wollten halt irgendwo jemanden von außen was Neues haben, jemand, den man nicht schon seit 20, 30 Jahren im Politzirkus sieht, und haben sich dann geeinigt auf ihn, warum auch immer. Und wir sind jetzt an dem Punkt, im November sind die Wahlen, wir sind wenige Monate davon weg, und der Punkt, meiner Meinung nach, wo man einen Kandidaten hätte austauschen können, ohne dass es in eine riesige Katastrophe verfallen würde, ist im Jahr 2022 abgelaufen. Wirklich jetzt, wo sind wir, 4 Monate vor der Wahl, den Kandidaten noch zu wechseln und gleichzeitig rechtfertigen zu können, warum man das getan hat, und Leute, die noch unentschieden sind oder sogar eher tendenziell zu Trump tendieren,
dann noch von dem Gegenteil zu überzeugen, wird jetzt tausendmal schwierig oder wäre tausendmal schwieriger, als wenn man das einfach 2022 gemacht hätte. Und ich denke auch, viele Leute denken dabei, dass sie ihr Gesicht verlieren würden, dass sie jetzt ein Bild der Schwäche abgeben bei sowas. Aber gerade in der Situation, wo wir uns in lokaler US- und Weltpolitik befinden, zu sagen, so, ich gebe an jemand Jüngeres ab, der unser Land genauso führen kann. Das ist mir viel zu viel so ein Denken von, nur ich kann es machen. Nur ich bin der Einzige, der das Ganze verbessern und fähig ist, in diesem Amt zu arbeiten. Das finde ich furchtbar. Furchtbar. Um Gottes Willen, die Größe zu haben. Also da kommt mir schon manchmal der Gedanke, ob, wenn nicht sogar auch in Deutschland, man es reduzieren sollte auf eine einzige Amtszeit, einmal 4 Jahre zu führen, oder ach, zumindest wie in den USA zu sagen, so, okay, du darfst einmal gewählt werden und darfst einmal wiedergewählt werden. Du darfst einmal praktisch bestätigt werden in deinem Amt. Aber dann auch ist dort spätestens nach 8 Jahren Schluss. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass wenn Donald Trump zu seiner zweiten Amtszeit ansetzt, dass er Gesetze in Bewegung leitet, dass das Limit an Amtszeiten abschaffen würde und wir eventuell nicht nur die nächsten 4 Jahre, sondern eventuell noch deutlich länger, wie lange auch immer Donald Trump plant zu leben, mit ihm an der Spitze der westlichen Welt verbringen müssen. Ist das etwas? Zusätzlich habe ich aber auch einen Tweet gelesen, der meinte, dass mehr oder weniger die Amerikaner die beiden Kandidaten vor sich haben, sie haben sie ja zum zweiten Mal vor sich nach 2020, aber dass es die Kandidaten sind, die Amerika halt verdient hat. Die Leute, die sich immer drüber beschweren würden, also das ist jetzt ein Zitat von jemandem, was ich gelesen habe, also die Leute, die sich über die Kandidaten beschweren müssen, man müsse auch daran arbeiten, bessere Wähler zu haben, die mehr fordern oder wirklich ein bisschen sich Gedanken darüber machen, wen sie dort wählen, weil es ist manchmal erschreckend, aufgrund von wessen Lappalien Leute den einen ausschließen und den anderen tendieren, was für wilde Gerüchte es gibt, teils völlig aus den Haaren herbeigezogen. Und auch gleichzeitig den Fakt, dass, und das habe ich schon mal zum Teil in der Folge mit Fabrice diskutiert, wir können auch gerne nochmal, also wenn ihr Bock drauf habt, dass wir, Fabrice und ich, da uns ein bisschen tiefer einbegeben in das politische System, nicht nur der USA, sondern auch hier, lasst es uns in den Kommentaren wissen und aktiviert die Glocke, vergesst das nicht zu tun, ist halt der Fakt darüber, dass halt inzwischen Gefühle oder gesicherte Gefühle mehr gelten als bestätigte Fakten. Die Kriminalitätsrate, vor allem zwischen 2012 und 2016, ist in den USA deutlich bergab gegangen, mit einzelnen Ausreißern nach oben in einzelnen Städten. Aber insgesamt ist das Land, auch in Deutschland, sicherer geworden. Wenn man aber gleichzeitig die Leute fragt, sie fühlen sich nicht sicher. Was gleichzeitig daran liegt, dass wir inzwischen in Zeiten von Social Media und Online-Medienlandschaften halt innerhalb von Minuten mitbekommen, wenn am anderen Ende der Stadt, des Landes oder der Welt irgendwas Schlimmes passiert, erfahren wir davon. Und nur dadurch, dass auch ein Fakt, halt Überschriften lesen, sehr, 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 sehr viel beliebter ist, als ganze Berichte zu lesen, auch weil ein paar von denen leider hinter der Paywall dann stecken, sich aufgrund von irgendwelchen reißerischen Überschriften direkt den Rest denken zu können von der Geschichte und sich nicht mehr die Mühe machen, halt wirklich zu gucken, was ist da wirklich passiert. Ich kann nur an euch appellieren, seid moderat und lasst euch nicht direkt emotional hochkochen von irgendwelchen Schlagzeilen. Lest das ganze Ding und bildet euch eure Meinung. Populismus ist ein Problem. Extrem komplexe Geschehnisse in der Welt mit ein, zwei kleinen Sätzen zu beschreiben, ist nicht zielführend. Ist nicht zielführend. Komplizierte Probleme sind kompliziert und lassen sich nicht einfach so vereinfachen oder irgendeinen Boomer dafür finden. Leute, ich lasse euch ein kleines Geheimnis von mir rein. Ich habe echt die Befürchtung, dass wir irgendwann mal einen Kanzler Markus Söder haben. Einer der größten Opportunisten und ich hänge mein Fähnchen nach dem Wind, die wir haben. Und don't get me wrong, ich finde, der Typ ist irgendwo unterhaltsam
Und ich würde auch, wenn ich die Chance hätte, mit ihm eine Stunde zu reden, würde ich auch mit ihm eine Stunde reden. Aber er hätte niemals in meinem Leben meine Stimme an der Wahlurne für ihn. Das ist auch nochmal, was man differenzieren muss. Man kann absolut gegen die politische Plattform von jemand sein, wenn man abseits von Politik jemanden sympathisch findet, kann man jemanden sympathisch finden. Ich finde aber Markus Söder in seiner Position als Ministerpräsident von Bayern perfekt, wunderbar. Du hast ein Bundesland, du hast ein Reich. Aber das dann aufzusteigen für das ganze Land wäre furchtbar für das ganze Land. Das möchte ich nicht. Auch wenn ich jetzt gerade hier die Ergebnisse vom Politbarometer mir ansehe, bling, sehen wir Söder auf Platz 3 hinter Wüst, hinter Herrn Wüst von NRW, was mich in der Hinsicht überrascht. Und immer noch einer der beliebtesten Politiker des Landes ist Oskar Pistorius. Oskar Pistorius vor Kanzler. I'm calling it. Nicht, dass ich mir explizit ihn wünsche, aber ich habe das Gefühl, dass es so ausgehen wird. Schauen wir mal, was 2025 da kommen mag. Ja, und für Joe Biden lässt sich sagen, unterm Strich, toi, 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 bleibt ruhig, bleibt besonnen und denkt nochmal wirklich genau nach, inwiefern, was er genau tut, was Joe Biden tut in seiner Politik, und was Trump fordert. Vor allem schaut man nach das Project 2025. Das ist beängstigend, was dort steht, was Trump vorhat für seine mögliche zweite Amtszeit. Naja, das war es auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video, dann auch wieder mit Fabrice. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der aktuellen Situation in den USA dort hält. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ciao.